Ja, herzlich willkommen, ihr Abwasserhelden und Heldinnen da draußen. Vor den Kopfhörern dieser Welt und vor den Lautsprechern dieser Welt, ne? Eine Abwasserwelt, Sascha. Unsere ganzen Abwasserleute, muss ich jetzt hier sagen. In der Schule auch immer der ganz konform einfach einen geschlechtsneutralen Begriff wählen, dann funktioniert das schon mal. Aber Daniel ist jetzt, ich sehe gerade, Daniel, du sitzt nicht auf dem Klo, sondern wo sitzt du jetzt so schön drin? Was soll ich sagen? Ich sitze hier in unserem neuen Podcast-Studio. Nein, das war ein Witz. Wir haben auf Arbeit so eine Mutebox, um sich mal zurückzuziehen und ganz entspannt hier ein Telefonat zu hören, dass man von draußen nicht gestört wird und wir draußen keinen stören. Es ist aber jetzt schon 16.20 Uhr am Freitag. Also wir sind vielleicht noch ein, zwei Kollegen, so viele sind jetzt hier nicht. Aber ich hoffe, die Qualität ist noch mal ein Stück besser von meiner unheimlich spektakulären Stimme. Ja, das stimmt natürlich. Dann geht da, natürlich geht ja immer dieser charmante Optik geht ja immer verloren, aber ansonsten zu hören sind wir ja gut. Ich habe gleich mal eine Einstiegsfrage. Ich bin ja gerade so halbwegs frisch aus dem Urlaub zurück und wollte dich mal fragen, machst du das eigentlich genauso wie ich, wenn du mal im Urlaub ist und dann sieht man mal so einen interessanten Abwasserdeckel oder so eine interessante Abwasseranlage, machst du da auch manchmal ein Foto oder bist du im Urlaub und Urlaub und vergisst dann auch mal die Arbeit? Ich überlege gerade. Ja, man guckt sich das schon an. Man guckt sich das auf jeden Fall an, aber ich Fotos macht ja bestimmt mal würde ich auch Fotos machen. Nein. Sascha, wir hatten im letzten Podcast haben wir gesagt, du bist nach Hawaii geflogen, ne? Beziehungsweise das Hawaii von Europa, ne? Du warst, stimmt das? Warst du auf den Kanaren? Ich war auf den Kanaren, aber Madeira ist wohl das Hawaii von Europa, aber ich war auf Teneriffa, das ist nur das halbe Hawaii, weil es gibt ja auch lange Strände und so einen Vulkan, der da oben ist, aber es gibt natürlich auch ein paar nicht so grüne Ecken, aber in der Gesamtmischung und auch das Wetter, ich fand das Wetter ganz toll und deswegen fiel mir jetzt gerade ein, da stand ich dann so am Strand, schön so ein Panoramablick und dann ging da so ein, war da wirklich so ein Abwasserschacht und dann guckte ich den so hinterher und dann ging eine Leitung ins Meer rein, so. Und dachte ich, davon mache ich da erstmal ein Foto, weil die Frage ist ja, wo fließt denn hier das Abwasser hin? Nennen wir es mal aber nach unserem Fachwissen einfach, es war ein Regenkanal und bei Starkregen fließt dann da auch mal Regenwasser durch. Also so meine Hoffnung. Es war ja jetzt nicht stand ja nicht dran und man hat ja auch nicht gesehen, dass was rausgeflossen ist, aber nichtsdestotrotz fließt ja immer noch viel Abwasser auch ungefiltert in die Weltmeere und der Atlantik ist ja groß. Da weiß man ja nie, wie die Leute da irgendwie drauf reagieren. Aber ich habe mal wieder gesehen, es war wirklich dann auch teilweise wie in Amerika, dass du halt diese riesengroßen Regenwasserableiter hast, die total trocken, die waren schon alle zugewachsen. Also da ist schon richtig Natur drin gewachsen, weil wahrscheinlich nie ein Starkregen da durchläuft. Aber nichtsdestotrotz regnet es da auf den Bergen schon. Und deswegen gibt es ja auch ein paar Urwälder noch sozusagen auf Teneriffa. Was hast du denn gemacht? Also ich hätte sogar Tatsache... Ich hatte mal so eine Kanaren-Rundtour gemacht und da waren wir auf La Gomera. Kennst du La Gomera oder hast du das vielleicht auf der Karte gesehen? Ja, habe ich gesehen, genau. Vom Hotel, von der Dachterrasse aus. Genau, natürlich. Natürlich, vom Jacuzzi oder wie heißt das, ne? nee, und zwar habe ich, damals waren wir mit so einem, wir sind da ein bisschen wandern gewesen. Und da habe ich damals wie heißt das, Wanderführerin? Wie heißt denn das eigentlich? Jemand, der dich beim Wandern führt. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Der Guide? Ja, der Wanderguide. Der Guide. Heutzutage der Guides, genau. Und damals war das wirklich so, dass es so eine Art, auf La Gomera so Trockentoiletten gab, ne? Also du hast da wirklich eine Trennung, ne? Zwischen, ja, wie soll ich das... Vielleicht nicht Trockentoilette ist der falsche Begriff, ne? Aber wenn, ich weiß gar nicht, ob man so intim jetzt hier wird, ne? Aber wenn man das Papier nimmt, ne, nachdem man das Geschäft verrichtet hat, ne, das muss man in einer separaten Tonne, ne, entsorgen. Das ist wie so ein großes Abwasserloch, sag ich mal, ne? Aber riecht auch unangenehm, oder? Oder wie sind die Trockentoiletten? Kann mich noch an Plumpsklo erinnern, früher zu Kaiserszeiten, nein, man sagt ja immer früher. Aber so alt bin ich auch noch nicht.
Und nichtsdestotrotz gibt es ja da auch immer Plumpsklos, da riecht es dann schon mal, oder auch auf den Dixie-Klos oder so. Das ist jetzt nicht die netteste Atmosphäre. Deswegen ist so ein Trockenklo vielleicht besser von der Atmosphäre. Ja, Trockentoiletten, das erinnert mich irgendwie an die letzte IFA, die wir hatten. Da waren ja zwei Kollegen da, die, ich sag mal, so ein Startup betreut haben oder auch immer noch haben, bin ich der Meinung, bezüglich Trockentoiletten, ne? Es gibt ja schon doch wirklich auch gute Anwendungsfälle für Trockentoiletten. Auch wenn man die Dixies, ne, so wie du es gerade gesagt hast, ne, heute irgendwie mal benutzt. Das ist ja nicht mehr so. Ich kann mich noch an meine Festivalzeit erinnern, weiß ich nicht, vor 10 Jahren oder was. Und mittlerweile sind die Dixies auch ganz anders auf dem Festival. Es ist schon alles deutlich hygienischer geworden. Aber ja, nichtsdestotrotz, ne? Ich sag mal, ein fester Wasseranschluss mit einer zentralen Entwässerung, es gibt doch nichts Schöneres, oder Sascha? Also was ja auch nochmal, also wir suchen ja heute immer noch so das Thema. Wir sind ja immer noch in dieser ganzen Tour Road to IFAD, dass wir da versuchen, das so ein bisschen zu verknüpfen. Und dann sind natürlich Reisen hin zur IFAD natürlich auch immer Thema und die verschiedensten Möglichkeiten, sich da unterwegs sein Bedürfnis zu entledigen, ja auch gegeben. Aber was meinst du denn, mit welchem Thema können wir denn heute den unseren Zuhörer begeistern oder Zuhörerinnen? Mit welchem Thema? Ich habe mal eine Frage. Ne? Hast du eigentlich die letzte? Du weißt ja aber jetzt, dass wir mit dem Wohnmobil auf der IFAD sind, ne? Auf dem Parkplatz, ne? Naja, ihr hattet das ja mal angedeutet, also ihr macht das wirklich, ja. Genau, und du bist fest mit eingeplant, ne, Sascha? Dass ich da mal mit übernachte. Genau, Da fällt mir richtig. gleich der Stift runter hier. Vor Schreck. Ja, auf jeden Fall, ey. Das wird episch, oder was? Das wird ja wohl, da machen wir richtige Party. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie das zu bewerkstelligen ist. Das ist ja aber eh immer festes Programm. Genau, das hatten wir auch schon. Abendprogramme sind ja auch immer gegeben bei der IFAD. Also das ist ja schon mal sozusagen auch immer feste Begebenheit. Und welche ist es denn die beste und die wichtigste Party? Welches und die wichtigste Party ist? Na, ich bin der Meinung, die Abwassertalk-Party, ne, am Mittwochabend. Und die DWA-Party, das ist immer so gefühlt nochmal der Abschluss. Da kann ich jedem nochmal empfehlen, mit dabei zu sein. Sascha, bevor wir wieder zu sehr auf die Partys eingehen, ne? Wir wollen ja hier den Ernst der Lage mal vermitteln, ne? Das heutige Thema, Sascha, was ist es? Das heutige Thema ist natürlich die Vergangenheit oder die Entwicklung, nicht nur die Vergangenheit, sondern die Entwicklung der IFAD, der IFAD-Geschichte, was damit alles zusammengehört. Und da haben wir uns natürlich wieder einen sehr kompetenten Gast eingeladen, den Manfred Fischer. Herzlich willkommen in unserer Runde. Wir Grüß begrüßen Gott, dich. grüß Gott. Hört ihr mich? Und Wir hören dich super, ja, Manfred. Wir grüßen dich. super. Hallo. Wir starten gleich hart rein. Schön, dass du da bist. Ich habe mal eine Frage. Kann man das eigentlich so sagen? Ich höre das immer bloß irgendwie umgangssprachlich. Du bist einer der Mitbegründer, würdest du das aussagen? Oder der IFAD? Ja, würde ich auch sagen. Ja, okay, gut. Okay, dann habe ich das. Das wollte ich ganz am Anfang klären. Aber Ja. für alle, die dich noch nicht kennen, ne, stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Und was machst du heute? Ich feiere bald mein 60-jähriges Dienstjubiläum, denn die IFAD 1966 und heute, ist leicht auszurechnen, sind 58 Jahre. Ich habe da angefangen, mich mit Abwasser zu beschäftigen. Und hatte das Glück, in eine Zeit zu fallen, wo der Gewässerschutz von null auf voll, wie es jetzt ist, gewachsen ist. Man muss sich vorstellen, Kannst du, 1970. aber kannst du gar nicht beziffern. Null bis es jetzt ist, würdest du eine Schätzung abgeben? Also das wäre mal interessant. Also sind wir bei 10% oder bei 99 angekommen? Also, ich kann keine Zahlen nach oben abschließen, weil der Gewässerschutz immer neue Entdeckungen bzw. immer neue Probleme erst entdeckt durch die immer besser werdenden Messungen, Untersuchungen und Feststellungen, was alles noch
ja, schadstoffhaltig im Abwasser drin ist. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir jemals aus dem Abwasser ein Trinkwasser machen können, weil einfach zu viele Chemikalien, zu viele Schadstoffe, Schwermetalle und so weiter festgestellt werden und sich daraus ja, Gefahren oder damit medizinische Dinge entwickeln. Insofern, also Gewässerschutz ist ein unendliches Thema. Aber nochmal der Anfang war, es gab noch nicht einmal das Wort Umweltschutz. Gab es nicht. Ja, ist erst dann 1969 durchs Bayerische Landesamt war das erste Umweltministerium in Deutschland. Aber ich greife schon fast vor zu meiner Person. In der Entwicklung durfte ich mitmachen und habe das sehr schön nützen können, denn ich war beim Bayerischen Landesamt mit den verschiedenen Umwelt und so weiter, das natürlich dann sehr behördenmäßig aufgestellt ist. Und dann hatte ich eben das zweite Bein, die ATV oder später DWA, über die ich dann sehr viel umsetzen konnte, wiederum zum Vorteil des Staates. Aber mit den zwei Beinen konnte ich eine tolle Entwicklung, auch buchmäßig als Autor. Ich bin wohl der erfolgreichste Umweltautor, den es gibt. 15 Bücher, über 300, fast 400.000 Exemplare. Ich könnte das fortsetzen bis zum geht nicht mehr, bin aber immer bodenständig geblieben. Also ich bin einer zum Anfassen und das kam mir zugute, wie ich mit 65 Jahren in Pension gegangen bin, habe ich die Umweltzeitung KA Betriebsinfo übernommen. Und da konnte ich mein Wesen nochmal wunderbar einbringen, nämlich ein Redakteur zu sein, der zum Anfassen ist. Und deshalb aber das machst du auch noch jetzt aktiv. Also die KA Betriebsinfo, da bist du noch am Start. Jetzt, es ist jetzt noch ist in Ordnung, aber ich höre im April auf. Im April hörst du auf. Und, aber ich hör nicht auf, weil ich krank oder müd oder sonst wie bin. Es gibt nur einen Grund, weshalb ich aufhöre. Ich habe einen tollen Nachfolger, der mein Herzblut mit der Zeitung genauso weiterführen wird. Das kann ich schon voraussagen. Und kannst du das verraten? Gut, es ist ja in 14 Tagen wird es veröffentlicht in der Zeitung, ja. Es ist Gerd Schwendner, der mein Nachnachfolger als Leiter der Nachbarschaften in Deutschland, vernetzt wie ich, früher Leiter der Nachbarschaften auch in Baden-Württemberg, geht jetzt gerade in Rente, in Pension und war Leiter einer großen Kläranlage, Sindelfingen. Mit dem fachlichen Wissen und der Vernetzung ist er ideal geeignet, das Betriebsinfo weiterzumachen. Ich bleibe ihm erhalten als Berater, als so wenn er Hilfe braucht, was sicher in nächster Zeit noch der Fall sein wird. Aber ich gehe in dem guten Gewissen, in dem guten Ansatz, es bleibt eine erfolgreiche Zeitung. Na, dann können wir aber gleich wieder mit prahlen, wie aktuell wir hier immer sind. Ja, okay. Das ist ja hier also das quasi erste die Live-Nachrichten, die erste offizielle Mitteilung, die sich dann durch die ganzen hunderte Pressemitteilungen dann bestätigt. Und wir waren die Ersten. Das ist ja doch mal wieder was. Aber wenn wichtig ist ja, Manfred, dass du noch deine DNA, ne? Noch, dass deine DNA weiterlebt. Ansonsten, ich glaube, immer wenn man sich umhört, auch bei anderen Betreibern, ne? Du hast das jetzt eben gerade so nebenbei erwähnt, so bist wahrscheinlich der erfolgreichste Umweltschriftsteller, den es so gab oder gibt. Und ich kann das mal bloß nochmal sagen, ne? Alle Betreiber, die ich irgendwie so kenne, die kennen dich. Das ist krass, das ist immer krass. Ja. Aber können wir nochmal zum Anfang kommen? Wir kommen immer wieder zurück zum Anfang. Zum Anfang, weil das geht mir jetzt zu sehr um meine Person. Ich möchte schon den Gewässerschutz oder die IFAD oder die Entwicklung ein bisschen noch erzählen können.
Da hast also, du auf alle Fälle noch den Rahmen und die Zeit. Wir waren bei 1966 stehen geblieben, das habe ich mir hier gemerkt. Und da müssen wir jetzt Jahr für Jahr aufbauen. Ja. 1966 war ich Bauleiter als Tiefbauingenieur bei einer großen Tiefbaufirma und war auf Baustellen und ich war total unzufrieden, weil ich ständig unter Druck war. Sollte die Maurer und die Akkordpartien drücken und habe aber keine Unterstützung von oben gehabt. Also ich war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Ja. Und wusste überhaupt nicht, in welche Richtung. Mit Ausnahme, ich bin oder war zu dem Zeitpunkt ausgebildeter Tauchlehrer. Habe also mit Wasser bin sehr befreundet mit dem Wasser. Und lese in der Zeitung, dass es eine Ausstellung gibt im Herbst, die IFAD, wo es um Wasser und um Saubermachen geht. Ja. Und das war für mich zumindest mal ein Ansatz, zu sagen, ja, da gehe ich in diese Tagung beziehungsweise in diese Messe. Ja. Und kaufe mir eine Karte. Die Messe ist in München, wie auch jetzt noch. Gewesen und gleich am Eingang stelle ich fest, da gibt es das Zeichen ATV. Ja. Ich gehe zu dem Stand hin und frage ein bisschen, was los ist und erfahre, dass die ATV die Messe leitet. Die erste Messe leitete die ATV. Ja. Erkunde ich mich ein bisschen und dann sagen die, ich soll ein bisschen rumgehen, dann wieder kommen. Es war ein nettes Gespräch. Was ich nicht wusste, die zwei, die mich begrüßten, waren spätere Koryphäen in der Abwassertechnik oder in der ATV. Das war der Professor Harnisch, Baldfried Harnisch, zu dem Zeitpunkt beim Bayerischen Landesamt, und Erwin Stier. Erwin Stier, mein späterer Berufsvater, darf ich das so nennen, der Mitbegründer des Berufsbilds, Fernentsorger und so weiter war. Die beiden hatte ich als Gesprächspartner. Wunderbar. Ich kam am Abend wieder hin und jetzt geht's los, nämlich meine Teilnahme. Ich fragte sie, wieso bei der Messe eigentlich nur Ausländer und hohe Beamte da sind, aber kein Betriebspersonal. Das schauen sie mich an und es waren Teile dabei, die zum Bedienen waren. Es waren nicht so viel wie heute die Technik, aber immerhin, alles führt darauf hin, dass es gewartet und bedient werden muss. Da schauen sie mich an und sagen sie, sie haben recht, aber wie sollen wir denn das machen? Ich sage, das ist ja ihr Ding. Ja, wenn sie sich interessieren, kriegen Sie noch Eintrittskarten, kommen Sie nächsten Tage wieder. Ich war die nächsten Tage beim Kartenverkaufen, ich habe mitgeholfen und war die ganze Woche bei der Messe und deswegen kann ich sagen, ich bin Mitbegründer der Messe. Aber es ging weiter. Am letzten Tag kam der Präsident der ATV, der auch Professor in München war, ein gewisser Müller-Neuhaus, und sagt zu mir, Sie, junger Mann, ich war 25, wäre das nicht was für Sie, beim Bayerischen Landesamt anzufangen? Ja. Kurzum, im Januar, das war im Herbst, im Januar habe ich beim Landesamt angefangen. Das war dann also, Januar 1967. Also kurz, das war mein gesagt, Einstieg. Kurz gesagt, der erste Gast, der gekommen ist, der musste gleich mitarbeiten. Die Kartenverkaufung wurde gleich eingestellt. Ja, ja, ja. Das muss man wissen, nochmal zum Anfang. Die ATV war ja noch nicht so groß, wie sie heute ist, hat aber jährlich schon seit 1956 hat sie so Industriefachausstellungen gemacht. Ja. Das hieß es, IFA hieß es, ja. Jedes Jahr und das ging immer weiter und so dass das Internationale jetzt dazu kam mit der ersten IFAD. Ja. Es waren aber nur anderthalb Hallen, also es war nicht groß, wenn man sich so vorstellt. Es war auf dem
Bavaria, wenn Sie, da, oberhalb der Bavaria ist die Höhe, und auf dem Bereich war die Messe damals angesiedelt. Es war also im heutigen Sinn, ich weiß sogar noch ungefähr die Zahlen, es waren knapp 10.000 Besucher. Heute sind wir bei deutlich über 100.000. Also 1966, da war das auf diesem Bavaria-Gelände Ja, und du meinst ungefähr 10.000 ja, irgendwas sind ja, da ja, gekommen. ja, Damit man ja, mal ja, eine ja, zusammenfassende Größenordnung hat. Und was meinst du denn, so viel für Hallen? Drei Hallen oder ja. Na, da waren anderthalb Hallen. anderthalb, das war die Anderthalb Hallen. Größe. Ja. So, und es waren im Wesentlichen, ging es um die Diskussion, Kunststoffrohre im Abwasser, ist das was, ist das nichts? Ja, Boah, das wird solche ja Sachen. immer noch Krass. diskutiert. Naja, gut, aber Das, jetzt. aber damals war das praktisch neu, ne? Es war Sensation, war das, ja. Ja. Und natürlich Steinzeug und Betonding waren total Ja. aufgerührt und sagt, das kann ja nicht sein, dass die auch da sich mit Abwasser befassen, das kann ja nicht gut gehen. Also das war Diskussion. Ja. Und von der Abwasserreinigungstechnik, da gab es praktisch gar nichts. Ja. Es war, ja, wie ist das, Oxidationsgraben mit Käfigwalzen war das Vorzeigebild, wie man Biologie zukünftig machen kann. Aber biologische Teile, wie, ja, Rechen gab es auch noch, aber das war dann alles. Ja. Also ist die IFAD auch damit beteiligt, die Technologie voranzubringen und überhaupt die Na, na. Abwasserbranche technologisch irgendwie zu begleiten und voranzubringen und da die neuen Produkte vorzustellen? Ja, 100%, ja. Und zwar natürlich in der Zwischenzeit, aber auch schon die IFAD 1966 war schon international. Da waren auch schon sehr viele Länder dabei. Also es ging nicht nur um die deutsche Wirtschaft, sondern auch um unser Produkt. Und wir sind ja ziemlich führend, was Umweltschutz betrifft in Deutschland, jetzt auch europäisch zumindest weiterzubringen. Also dieser Grundstein, dieser war ganz wichtig, aber es war natürlich ein Monster für die ATV, die das fast alles mit Ehrenamtlichen gemacht hat. Und das kann natürlich eine Messe nicht auf Dauer durch einen gemeinnützigen Verband gemacht werden. Das war also das letzte Mal, dass die ATV der Träger und Ausrichter war. Ah ja, okay, Also, das hätte ich nämlich als nächstes gefragt. Also die ATV hat sich da schon rausgezogen und es ist dann sozusagen diese IFAD an und für sich alleine entstanden, die dann einen Geschäftsbereich gegründet haben und sich dann sozusagen jetzt wird es ganz selbstständig auf ihre leise. Beine gestellt haben. Ist es bei mir nur? Hört ihr mich? Wir hören Ja, dich, ja. wir hören dich. War ich jetzt Sascha, leise? ja, Kannst du plötzlich nochmal wird es sagen? leise bei mir. Okay, Jetzt, ich kann es nochmal neu probieren. Bin ich besser zu hören? Du bist super zu hören, ja. Ja, oder vielleicht doch mal bei dir den Lautsprecher hochdrehen, Manfred. Hörst du uns, Manfred? Seht ihr mich noch? Ja, wir sehen dich, ja. Also ich sehe euch weder noch höre ich euch gescheit. Aber es ist, kriegen wir auch so hin. Du kannst auch dich noch mal ausloggen und wieder einwählen. Das mache Vielleicht ich ist lieber dann besser. nicht. Ach so, okay. Ich schalte Aber ihr wir sind Gerät im zu hören, Moment das ist ja ein das auf Wichtigste. eins. Wenn du uns nicht hörst, Nee, ist das also natürlich. ich rede laut und ihr antwortet auch laut, dann geht es schon. Okay. Also wir sind stehen geblieben. Die ATV hat es nur 1966 gemacht. 3 Jahre später, 1969, war das schon professioneller. Die ATV hat dann so ein europäisches Symposium eingerichtet, eine IAS, und hat die Messe fachlich begleitet. Was aber auch da war, es war kaum Betriebspersonal da. Jetzt war ich schon 3 Jahre dabei und habe mich immer dafür eingesetzt, aber ich hatte auch keine Chance. Wie kommt man denn ans Betriebspersonal heran? Da war auch in der ATV noch ganz wenig Möglichkeiten. Aber zu dem Zeitpunkt begannen die ersten Nachbarschaftsgründungen.
Ja? Und die Nachbarschaftsgründungen betreffen ja das Betriebspersonal. Meine Also, Frage, Manfred, wie? meine Frage, Ja? die Nachbarschaften, ne, also die Kläranlagen-Nachbarschaften und Kanalnachbarschaften, ne, sind die ursprünglich aus der ATV entstanden oder aus der DWA? Nein, zu dem Zeitpunkt gab es ja die DWA nicht. Die DWA ist ja erst entstanden durch die Verbindung mit dem DVBK. Ach so. Das war im Jahr ungefähr 2000. Das sind ja 30 Jahre dazwischen. Und 30 davor gab es schon die Jahre Nachbarschaften. war die ATV da und die Gründung der Nachbarschaften war 1969 in Baden-Württemberg. Ach so. Ich durfte aus Bayern mit dabei sein, ja, festzustellen, ist sowas auch für Bayern interessant, und hatte damit sehr gute Kontakte zu den Kollegen in Baden-Württemberg, der ATV und natürlich dann auch dann von den Ministerien. Es war Okay. ein wichtiger Kontakt für mich. Denn damit haben wir uns in Bayern leichter getan. Erwin Stier und ich haben mehr oder weniger die dann durchsetzen können, dass 2 Jahre später die Gründung auch in Bayern war. Also 2 Jahre später war dann 73 war es. Aber wann ist denn zum Beispiel der Rhythmus von 3 auf 2 Jahre gesunken, wenn man Oh, jetzt mal? das ist erst. Ha. Gut, dieser Rhythmus ist entstanden durch die Konkurrenz der Messe in Berlin. Wasser Ja, Berlin, Die Wasser Berlin, die es mal zwischendurch genau. gab. Ja. Die war alle 2 Jahre und hätte sich immer wieder dann überschnitten an einem Jahr Wasser Berlin und IFAD. Das ist natürlich ganz ungut, geht gar nicht. Ja. So dass man sich da geeinigt hat, das ist aber vielleicht jetzt 10 Jahre her, länger auf keinen Fall. Geeinigt, dass der Rhythmus so ist, in einem Jahr Wasser Berlin und im nächsten Jahr die IFAD. Also relativ spät, bis dahin ist alle 3 Jahre gewesen. Ja. Die Belastung der Firmen ist natürlich für die Messe also schon sehr groß. Jedes Jahr ist so ein Event, müssen es teilnehmen oder nicht. Also das muss natürlich jeder entscheiden, aber die IFAD hat ja total viel mehr Anziehungskraft als die Wasser Berlin. Aber nochmal die Antwort, es ist entstanden durch die Wasser Berlin, dass man da ein Agreement geschlossen hat. Also Ja. ist dann auch die Konkurrenz belebt dann auch manchmal das Geschäft. Zum Beispiel gibt es ja die Ja. Wasser Berlin ja auch gar nicht mehr. Es gibt noch andere Veranstaltungen wie die Ja, aber, Infospree und sowas alles, aber aber die gibt es sind nicht mehr ja, die direkt. sind ja kaum vergleichbar mit dem, was in der IFAD oder was in Berlin passiert. Genau. Das sind schon mehr regionale Treffen. Ja. Richtig, Aber richtig. nochmal, mein Anliegen war ja schon von Anfang an, wie ich die IFAD besucht habe, mehr Praktiker auf die Messe zu bringen, die letztlich ja die Dinge bedienen sollen. Ja. Und zum Teil ja auch in Positionen sind, wo sie dann entscheiden, was man bestellt. Mit der Gründung der Nachbarschaften war es mir möglich, Organisationen, die Nachbarschaften alle 3 Jahre auf die IFA zu bringen. Zu bringen heißt es, dass die Nachbarschaften die Busse bezahlen, die Buskosten bezahlen, um das Personal dorthin zu bringen. Das ist natürlich ein Riesenposten gewesen, der auch heute noch so ist. Aber der Vorteil, dass die Leute, die sonst ja nie hinkommen könnten, organisatorisch jetzt mit dem Bus auf die einen Messetag einlegen können. Das war Na,
Aber wenn ihr jetzt mal so schätzen musst, oder vielleicht weißt du es auch ganz genau, wie viele Nachbarschaften gibt es denn? Die in Deutschland? Heutzutage? Ja. In Deutschland, zwar ungefähr 200. Und alle so mit 20 Leuten oder mehr? Aber das, was ich jetzt gesagt habe, ich kann ja nicht die Finanzierung für Niedersachsen machen. Mhm. Also die Finanzierung, die ist natürlich bayerisch gelaufen. Ja? Mhm. Ja, aber auch da, es gibt in Bayern rund 90 Nachbarschaften. 90 Nachbarschaften. Das ist ja viel. Mhm. Ja? Also, und die ersten Jahre, komisch, die ersten Zahlen, die weiß ich besser noch als die späteren. Wir waren über 2000 Besucher, nur über die Anfahrt der Nachbarschaften. Oh, das hat doch gut funktioniert, dann die Nachbarschaften zu gründen. Und dann scheint ja auch Bedarf da zu sein. Aber was noch ein großer Kostenposten war am Anfang, waren die Eintrittspreise. Die Karten musste die ATV kaufen. Und obwohl sie die Messe gegründet haben, mussten sie danach kaufen. Siehst du, das ist da waren sie ja. Also, es ging ja, wie gesagt, um eine Größenordnung so von 2000 Karten. Und da habe ich einen Trick angewandt. Ich war dann der Leiter der Nachbarschaften in Bayern. Zu dem Zeitpunkt später für ganz Deutschland, dass ich die Firmen angeschrieben habe, dass die Besucherreise des Betriebspersonals an ihren Stand kommt, wenn ich mindestens 10 Karten bekomme. Ja. Es hat super funktioniert. Das ist echt gut, ja. Ja, es hat super funktioniert und die Nachbarschaften haben dann pro Halle, welchen Standnummer sie besuchen sollten, wirklich auch so dann genutzt. Also das war dann für beide Teile war das gute Geschichte. Da gibt es aber eine Geschichte, die mir da einfällt, es war vielleicht dann die dritte oder der vierte Fachmessentag, dass ich zur Kasse gegangen bin und eben ein Riesenpaket voll Gutscheine gebracht haben zum Einlösen. Also es waren über 1000, die ich da am Anfang gleich gebracht habe. Ich musste die ja einlösen, um dann den Lehrern auszuteilen. Die Kassen waren natürlich völlig überfordert und haben mich zur Hauptkasse in der Messe innen geschickt. Und da wurde ich verhaftet. Verhaftet? Wo haben sie gedacht, du spielst da mit also, Karten? Also verhaftet heißt, ich ging rein und dann ging hinten ein Gitter runter und vorne eins und eine Sirene ging los. Die Kasse hat nämlich signalisiert, da kommt ein Schwindler mit selbstgemachten Eintrittskarten und untersuchen Sie das. Es kam dann das Wachpersonal, ich sollte mich ausweisen und ich sagte, ja, also bitte Personalausweis, ich bin beschäftigt beim Bayerischen Landesamt. Da haben Sie dort angerufen, ob das stimmt, dass ich ein Mitarbeiter aus dem Landesamt bin. Und so hat sich's dann aufgeklärt. Ja. Aber momentan war das schon sehr unheimlich, wie da plötzlich Wachpersonal kommt und mir unterstellt. Und unterdem hast du Messeverbot. ja, aber es ist ja alles dann gut ausgegangen und die Entwicklung mit den Eintrittskarten ist ja jetzt so, die wird ja im Wesentlichen von der DWA gestellt, sicherlich finanziert von Firmen, aber wie auch immer, das ist überhaupt kein Thema mehr geworden. Aber der Kostenpunkt der Busse unter 30.000 Euro oder D-Mark früher, kommst du nicht weg. Und das musst du erst einmal auch in der Kasse haben. Ja. Und das ist nicht so einfach für einen Verband, der gemeinnützig hier Aus- und Fortbildung betreibt.
Aber ist gut ausgegangen und habe damit der IFAD unwahrscheinlich viel mehr an Interesse vermitteln können, weil die Firmen genau diese Leute ja haben wollten. Ja? Sie wollten mit denen diskutieren, wie das Messgerät funktioniert und so weiter. Ja? Also das war dann schon sehr segensreich. Ja? Und dann war die Messe oben auf dem Bavaria-Buckel war zu klein und ist dann nach jetzt ehemalige Riem-Flughafengelände dort in größerem Maßstab, ja, wie es jetzt ist, entstanden. Ja. Hast du da auch ein Jahr parat, dass man so eine Vorstellung hat, wann sie jetzt umgezogen sind? Oder in den 80ern, in den 70ern schon? Nein, 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 das war. Da müsste jetzt Ende der 80er Jahre muss das gewesen sein. Ja. Hat man eigentlich bei der IFAD jetzt im Laufe der Jahrzehnte nochmal gemerkt, dass, also gab es, also es wurden ja dann die neuen Bundesländer, ne, mit Ja, zur ja. BRD praktisch genommen. Ja. Und hat man das nochmal gemerkt auf der IFAD, dass da nochmal ein neuer Schwung kam, als die Wiedervereinigung war? Also die Zahlen, ich kann es ja nur über die Zahlen sagen, die sind in den letzten 15 Jahren ist gleich geblieben, ungefähr 120.000. Ja. Ich kann nur sagen, durch die Kontakte jetzt mit den Gremien in der Messe, dass das Publikum sich geändert hat. Betriebspersonal ja, aber es ist viel mehr Ausländer da. Ja. Viel mehr Interesse, ob das jetzt Japan, wenn ich ganz extrem sage, ja. Also das Ausland ist sehr stark an der Messe interessiert. Ja. Ja. Also gibt es da, aber es ist ja von Anfang an so angelegt gewesen, dass das ja Ja, auch für die natürlich. Ja, das ist ja ausländischen jetzt, Interessenten das und ist zum ja, Austausch das ist ja auch, genutzt wird. ist ja auch Das war ja der okay. Sinn und Ja, Zweck, genau. ja die Messe will ja nur den Firmen auch eine Plattform geben, ihre Produkte möglichst wirtschaftlich irgendwo unterzubringen. Und da ist die Messe natürlich ideal dafür. Ja. Also halten wir nochmal so zusammenfassend irgendwie die Station fest. Also die Gründung 1966, dann irgendwie der Umzug Ende der 80er auf ein größeres Messegelände und vielleicht noch die Wiedervereinigung. Aber fällt dir noch irgendwie so ein Schlüsselmoment ein, wo du sagst, da ist nochmal irgendwie ein Ruck durchgegangen, vielleicht die Digitalisierung oder die letzten Jahre oder. Würdest du sagen, die ist sozusagen ihrer Tradition treu geblieben oder war es? Ich sage ja auch immer gerne, ist natürlich auch so ein großes Oktoberfest-Feeling da vor Ort. Ist das von Anfang an schon so gewesen? Also natürlich machen die Firmen gerne den Trick, eine Neuerung in Verbindung mit dem Messetermin zu bringen. Ja. Aber die Neuerungen, es gibt, ob das jetzt Messgeräte oder Dinge, also ich könnte nicht jetzt was so Überwältigendes sagen, was jetzt zum Zuschauer Schub geführt hätte. Außer jetzt natürlich der Abwassertalk, der dann auf den Ja, natürlich. Ja, ein natürlich, ne? Publikumsmagnet ist. Ja. Was natürlich schön war das 50-Jährige. Ah ja. Ja, 50 Jahre war 2016. 16? 16. Da war ich sogar da. Ja. So, ja. Also ich bin geehrt worden auf der Bühne mit Professor Hahn. Das sind die beiden Einzigen, die nachweislich bei der Gründung dabei waren, vor 50 Jahren. Und ich hänge eigentlich keine Urkunden auf, davon habe ich zu viele, aber die IFAD-Urkunde schon allein, sie ist aus Aluminium. Aber ich sehe, hinter dir hängen Urkunden. Zeig mal kurz. Sie können die zwar Hörer nicht sehen, aber hast du die da hinter dir hängen? Kann ich da? Seht ihr Ja, das? Ja. es Ja. stimmt, es stimmt. Wir können es bezeugen. Also, wir sind ja nur zu hören, aber hinter ihm hängt die Urkunde. Super. Ja. Ja.
Nein, mehrere Urkunden. Ja, mehrere, aber auch wirklich die von naja, der also Krone. mehrere, also ein paar hängen schon. Aber also mehr erlaubt schon meine Frau. Nein, aber spannend ist ja, also die Ehrenmitgliedschaft in der DWA, die lasse ich natürlich nicht aus. Die lasse ich schon auch hängen. Und Ja. vielleicht immer eine Frage noch, Manfred. Ja. Du hast ja aber vorhin ich fand da einen guten Punkt angesprochen. Damals hat man das erste Mal so Kunststoffrohre, ne, im Ja, Abwasserbereich ja, ja, eingeführt. Und das ja. war ja wie so eine Neuerung und vielleicht wurden die ersten auch diesbezüglich ausgelacht, ne, oder Ja. keine Ahnung. Hast du noch mal so ein Gefühl gehabt, so wo man zwischen Beton oder keine Ahnung, Steinzeug und Kunststoffrohren so eine Revolution hatte, würde ich es mal nennen? Auch jetzt wurde das sagt, jetzt drehe ich mich mal um und hol was. Das muss man jetzt schnell Sehr Musik einspielen. Düdelü. So, da ist er, da ist das Kunststoffrohr. Das Ne. Kunststoffrohr ist aus der Zeit. Wirklich? Ja, ist aus der Zeit. Es ist ein Jahr später ausgebaut worden, haben wir in Niederbayern so eine Teststrecke gemacht, um zu prüfen, hält es, war Molkereibetrieb, wurde dann untersucht und ich habe mir ein Stück behalten und es stellt sich heraus, dass das einwandfrei war. Ja? Einwandfrei. Hat sich leicht verfärbt. Aber das ist, nein, nehme ich meinen Zeitungsständer. Deswegen behalte ich den. Also Kunststoffrohr, ja, schön, dass er das angesprochen hat. Ja. Kunststoffrohr ist nicht durchgefallen, sondern ist bedenkenlos anzuwenden gewesen nach der Untersuchung, die vom Bayerischen Landesamt gemacht wurden. Es waren vier Sequenzen, Steinzeug, Beton, Guss. nein, Moment, Kunststoff natürlich, Steinzeug, und die ersten Eternitrohre. Eternit. Ja. Ja, Asbestzement, ich habe besser gesagt. Ja. So, diese vier sind untersucht worden. Nach einem Jahr sind da Stücke rausgeschnitten worden und dann im Labor verglichen worden. Ja. Hast du die anderen Aber drei bei dir auch noch stehen oder haben die es nicht ausgehalten? naja, das sind da, wären da zu schwere Teile gewesen. Das ist ja auch sinnvoll, wie gesagt. Das sind die Rollen stecken da drin. Die kann ich da dann gut aufrecht hinstellen. Aber nochmal so ein Schlüsselmoment, ne? So wie bei diesen Rohren gab es vielleicht nicht nochmal auf der IFAD, wo du gesagt hast, oh, der bleibt mir jetzt in Erinnerung. Nein, Wie, nein, wie? würde ich jetzt könnte ich jetzt nicht spontan sagen, dass Ab wann sind denn da. die anderen Branchen mit eingestiegen? Ist das mal irgendwie festzuhalten? Ja, Von die Anfang an Branche. ist das Wasser und dann ist ja jetzt aber auch Müll und alles Müll, Mögliche. Abfall, hallo. Abfall. Ja, Nur wegen deinen Mülltonnen. Nur wegen deinen Mülltonnen, weißt du? das ist eigentlich jetzt, also nach der Wende, also das war dann Ach so, nach Anfang, der Wende kam dann doch nochmal so ein Schwung rein. kam dann nochmal und ja, gut, aber das ist dann mehr wieder über die ATV gelaufen, über dann DWA, nein, das DWA nochmal, DWA war Anfang 2000. 2002, so ungefähr. Und ich hätte jetzt noch Ja. mal eine ganz andere Frage, weil ich natürlich auch hier mal wieder mit ChatGPT, falls du schon gehört hast, auch mal wieder gefragt habe, was können wir dich Interessantes fragen? Aber hier sind wieder zahlreiche Fragen. Ich möchte nur mal abschweifen. Dahingehend, du hast ja gesagt, es ist Jetzt ja verstehe ich für. Ach gerade so. wieder gar nichts. Okay, ich versuche mal lauter zu sein. Wenn du mich jetzt hörst, du hattest ja dafür gesorgt, das Betriebspersonal und zu internationalem Publikum. Ist es denn eigentlich auch was für den ganz normalen Kunden, die IFAD? Kann man den da eigentlich auch für begeistern? Kann man da wirklich was über die Gottes Willen. Abwasserbranche lernen? Also für Selbst als Private, meinst du, ne, Sascha? private Leute, Ja, Kunden, ich die habe sich schon, ich einfach hab mal schon, ja, ich hab informieren schon wollen. verstanden. Ja. Gut, also das beste Beispiel ist ja meine Frau. Wenn die
einmal mitgegangen ist, hat mir gesagt, sie hat gar nichts verstanden. Also es ist schon eine sehr spezielle Messe. Das Einzige, wo ich sagen kann, da lässt sich was allgemein wissen für Personen, die Wasser sparen will und so weiter, ist der Stand von der DWA. Da ist umfassend, sind fast alle Themen abgehandelt, ohne ein spezielles Teil zu präsentieren, mit dem der Private ja gar nichts anfangen kann. Ja? Aber zukünftig muss ich doch gerade als Eigenheimbesitzer mehr und mehr dezentrale Regenentwässerung auch zu Hause machen. Und kann ich da jetzt auch die IFAD für nutzen, um mich mal zu informieren, so wie so eine Automesse, lauf mal rum, was da an Neuerungen gibt oder ob die mir dann irgendwie Quatsch erzählen, kann ich mich da schon so ein bisschen informieren oder würdest du sagen, ist doch ein bisschen zu fachlich? Also ich wüsste jetzt keinen Stand, der wird zwar schon geben, aber das ist dann relativ geht ja unter, der jetzt für Hausbesitzer wassermäßig was präsentiert. Aber siehst du, Daniel, mit der Idee gehen wir mal dahin. Aber, dann sind wir dann in, werden wir in 50 Jahren geehrt, dass wir da aber, jetzt auf 300.000 Leute erhöht haben. Ist natürlich wahr, ja. Ich weiß gar nicht, ob es eine Fachmesse gibt, die sich mit Hausinstallation befasst. Also mit Sicherheit auch, aber kenne ich das, auch nicht. Ja, das, also dieses Schnitt, also wenn ich kurz nochmal auch einhaken darf, also mit dieser Schnittstelle habe ich mich zum Beispiel in meiner Bachelorarbeit so halbwegs beschäftigt, weil es gibt natürlich ganz viel über Hausinstallation und es gibt ganz viel über die Kanalisation. Und dann soll ja theoretisch auch so über so eine Dachentlüftung, über so ein Fallrohr, soll ja die Kanalisation auch entlüftet werden. Das weißt du ja besser als alle anderen. Aber das ist ja gar nicht irgendwo richtig beschrieben und wie groß diese Öffnung ist, die da eigentlich hin und her geht und dass da eigentlich ein DN150 maximal angeschlossen ist und die ganzen Fallrohre nach oben gehen. Also richtig ist das, dieses Zusammenspiel nicht zu erkennen. Wenn du ja gerade überlegst, ist es okay, überhaupt auf dieser IFAD so? Die aber kann man noch, schon so ein bisschen besser definieren. Genau. Ja, fachlich okay, aber ich bezweifle, dass ein Hausbesitzer oder eine sich jetzt mit so einem Detail auf eine Messe begibt. Interessiert ihn das? Ja? Na, wenn ich nachher 10.000 Euro für meine dezentrale Regenentwässerung über meine Gruben finanzieren muss, dann gehe ich vielleicht doch mal zu einer Messe und gucke mir an, was es da gibt. Genau. Ich sage ja, wenn es da die Möglichkeit gibt, da entsprechende. Ich kenne keine Firma, ich kenne niemand, der da auf der Messe bisher eingestiegen ist. Ich habe natürlich nicht den Gesamtüberblick, aber ist ein sehr interessantes Thema. Ich bin ja der Autor vom Klärwerder Taschenbuch. Ich befasse mich ja genau mit der Haustechnik auch, aber es ist. Aber es muss doch irgendeine Messe geben für die TGA, also für die technische Gebäudeausrüstung und Hausinstallation und sowas alles, und auch Reinigung oder Entstörung von Hausanschlüssen ist natürlich auch in der IFAD mit dabei, aber für den Kunden oder für den Anwender muss es ja auch was geben. Sanitärmesse, eine Sanitärmesse. Also, Sanitärmesse. No, normalerweise Dach. Genau, also Dachentlüftung und sowas. Also ich habe hier auch einen Kollegen, der ist gelernter, wie heißt das, Gas? Heizungsinstallateur und der kennt sich mit Dachentlüftung perfekt aus. Also ich glaube, dort ist es auf jeden Fall im Lehrplan damit drin und solche Messen gibt es ja auf jeden Fall. Aber nochmal, wir wechseln nochmal kurz das Thema, was mich nochmal interessieren würde, auch in der Vergangenheit von der IFAD, das Thema Energie. Also wir haben uns jetzt viele Themen, also Kanalisation ist ja mehr oder weniger schon ausgebaut bei uns in Deutschland. Ja. Wir kommen jetzt zur vierten Reinigungsstufe mit der Kommunalabwasserrichtlinie. Gab es das schon mal? Kannst du noch mal vielleicht was dazu sagen? Du kennst die Abwasserwelt schon so lange, ne? Wann kam das erste Mal diese vierte Reinigungsstufe auf den Tisch? Ich stotter immer, wenn Sie für die Reinigungsstufe sagen. Warum? Weil ich als Redakteur sehr auf die Sprache und die Fachausdrücke richten muss. Wir haben zwar
auch jetzt wieder mit einem Professor zusammen für die Reinigungsstufe. Aber die DIN sagt, ein Abwasser kann nicht gereinigt werden, es kann nur behandelt werden. Ach so. Ja, also es müsste heißen, die vierte Behandlungsstufe. Das aber bloß, Aha. ne, das aber bloß nebenbei, weil ich jetzt ein Das bisschen können wir dann gezuckt demnächst habe. auch mal Svetlana nahebringen, ja? Genau, dass sie auch Genau. mal weiß. Ja, aber jetzt zurück zu Ihnen. Also Energie ist natürlich ein wesentliches Thema, aber nicht so sehr in der Hausinstallation, wie natürlich die Autarkheit auf den Kläranlagen. Ja. Das ist ja vorne dran, mir sogar viel zu stark, weil das mehr diskutiert wird als die Abwasserbehandlung. Ja. Die Abwasserbehandlung müsste immer Nummer eins sein. Und anschließend, welche Energie kann ich daraus ableiten, bis hin Wärmeentzug aus dem Abwasser über entsprechende Maßnahmen, habe ich jetzt auch im Klärwerder Taschenbuch drin, um Energie zu gewinnen. Ja. Also da wird viel gemacht und da bin ich mir sicher, dass auf der IFAD auch entsprechende Vorschläge gemacht werden. Ja. Also Okay, das, das ist gut. wo Sie ansprechen, Energie ist mit das Thema Nummer eins. Strom wird immer teurer. Wir brauchen auch wahnsinnig viel Strom bei der Abwasserbehandlung, Belebungsanlagen und so weiter. Also da was zu tun, da ist jede Kommune interessiert. Jedenfalls habe ich auch gerade nochmal nachgeschlagen hier. Es gibt natürlich auch ganz viele Sanitär- und Häuslebauermessen und zum Beispiel auch eine ISH, internationale Sanitär- und Heizungsmesse und irgendeine in Wien, Nordbau, in Essen, eine SHK. Also da gibt es doch etliche, die sind wahrscheinlich aber nicht so groß und nicht so vergleichbar. Energie ist auch immer ein Thema drin. Also kurz nochmal nachgeprüft, also weil die Sanitärbranche, die ist ja auch ganz, die müssen ja immer irgendwo ihre Regenwasserduschen präsentieren und dann auch mal zeigen, wie man da zukünftig ein Wellness-Oase im Bad ist ja auch eine Entwicklung. So ein Bad ist ja auch zu einer Wellness-Oase geworden. Also jede Frau sagt ja heutzutage, Mensch, ich baue doch mal bitte gerne mein Bad ein bisschen gemütlicher aus und so. Also da gibt es ja auch eine Entwicklung. Klar, also da tut sich natürlich schon einiges und gerade mit der Nutzung von Regenwasser, ja, und ja, auch eben, wie kann man gereinigtes, behandeltes Wasser jetzt auch vielleicht im Garten und so weiter verwenden. Da sind einige Forschungsprojekte, einige Dinge im Kommen und ja, aber noch einmal, das ist für die Besucher der IFAD, ist das ein Rand, also Energie nicht, ja, aber die anderen Teile wie eben Regenwasser, Nutzung und so weiter, das sind schon Randthemen. Das ist nicht das, was die Magnet für die anzieht. Das auf jeden Fall, ne? Also Regenwasserbewirtschaftung. Vielleicht Bewirtschaftung. Ich glaube, das ist vielleicht nachher nochmal ein Thema. Vielleicht nicht für den häuslichen Gebrauch, aber die Regenwasserbewirtschaftung im öffentlichen Bereich, die hat ja auch stark an Fokus gewonnen. Und gerade durch das DWA 102 jetzt nochmal, ich glaube, das wird auch ein Punkt werden auf der IFAD. Oder was denkst du? Mit dem Stichwort Schwammstadt, Ja. ja, punkten ja jetzt einige Städte. Ich habe gerade einen Beitrag also als Redakteur von Ulm, die sich auch als Schwammstadt bezeichnen und sagen, wie können wir das Wasser halten und für unsere Bewässerungsbäume und so weiter nutzen? Also da tut sich was. Ja. Aber es wird jetzt nie der große Renner sein. Ja. Aber Genau. es aber ist was wird ein. der große Renner sein, Manfred? Was Ja, wird der große genau, Renner das wäre sein? die Frage. Was wird in die Ihr bohrt Zukunft die immer. Leute bewegen? Hans, kannst du noch mal für uns kurz so einen Blick in die Zukunft der IFAD aus deiner Sicht zu geben? Hast du so eine Idee, wo sie sich hinentwickeln könnte? Wir hatten auch letztens schon mal gesagt, die wird noch digitaler oder vielleicht auch mal online stattfinden. Aber wo denkst du denn noch? Wo ist jetzt so mal, also für dich so ein kleines Feedback nochmal zum Schluss und wo kann sich die Also, IFAD so hinentwickeln?
Da bin ich sehr bodenständig, weil ich zu nahe am Betriebspersonal bin. Also alles, was in künstliche Intelligenz oder digital läuft, passt eigentlich für Abwasseranlagen insofern wenig, weil das Abwasser kein Fließband ist. Es kommt gleichmäßig her. Es kann jeden Tag anders sein. Das ist ein wahnsinnig schwieriger Teil. Das heißt, Sie müssen reagieren, ohne vorher zu wissen, was kommt. Und wenn Sie falsch reagieren, kann das Ausmaße an, wenn es ins Gewässer geht, die ganz schnell zu Anzeigen führen. Und das wird nie durch irgendeine Digitalisierung lösbar sein. Das Personal muss in einer Ausbildungspräsentation sein, die sich möglichst mit all den Dingen vorher auseinandergesetzt hat, Betriebsprobleme. Ich will jetzt gar kein Beispiel bringen von Öl und von Löschwasser. Ja. All das lässt sich nicht in irgendeine moderne Geschichte einbinden, die das Betriebspersonal ersetzt. Keine Maschine kann das. Ja. Aber nichtsdestotrotz muss man halt mal sagen, dass es die Leute heutzutage schon überrascht, wenn sie mal einen Kanal hinunter müssen, weil ist ja immer alles möglich durch diese moderne Technik, ist alles so mehr oder weniger unterstützend von oben, auch so eine Reinigung kann ich alles von oben einleiten, so eine Inspektion. Aber ich komme nicht drum rum, was du gerade sagst, ich muss noch einsteigen und das muss man halt den Leuten ja auch beibringen, mal anfassen So, und trainieren. Das ist ja genau das, was. ich bin jetzt ziemlich stark mit einbezogen. Jetzt ist halb, dreiviertel Jahr her, Unfall in Weihern. Drei Leute steigen hintereinander in den Kanal und sterben. Und Staatsanwalt, alles ist unter Verschluss. Aber so viel weiß ich schon, dass hier eklatante Fehler beziehungsweise we zu wenig Ausrüstung da war. Einfach einsteigen, ohne vorher zu messen und der Nächste hilft und stirbt genauso und der Dritte auch. Junge Feuerwehrleute, die bestimmt geschult sind und wo alles daneben gegangen ist. So, wie gesagt, ich kann jetzt als Abschluss jetzt nicht sagen, weil die Staatsanwaltschaft immer noch das unter Verschluss hält. Es geht immer noch nicht um die Ursache, sondern um die Verantwortung. Wer ist schuld dran? Ergebnis aber ist, es ist sowohl was Ausrüstung wie an Schulung ist zu wenig passiert. Ja. Ja. Und alles das kann man auf der IFA erleben. So, Manfred, jetzt Und ist. also zum Beispiel, ja, gibt ja für Unfallschutz und so weiter, gibt es ja Firmen, die tolle Demonstrationen bieten, auf was man achten muss. Ja. Und da sollte der Bürgermeister vorbeigehen und schauen, aha, da, ja, siehst du das haben wir, die Ausrüstung haben wir noch nicht. So. Ich habe Hey, noch warte mal, ein jetzt oder musst du aber, Daniel will noch warte mal. mal, jetzt hast du mich noch mal ein bisschen, jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich, ne? Weil vor dieser Frage stehe ich mir im Kopf, ne? Was denkst du, was ist denn sinnvoller? Jetzt hast du gerade gesagt, okay, da sollte der Bürgermeister noch vorbeigehen, ne? In Bayern habe ich ja teilweise sehr kleine Abwasserorganisationseinheiten, bis hin zum Regiebetrieb, wo es noch sehr nah an der Gemeinde dran ist. Hier in den neuen Bundesländern, wo ich hauptsächlich unterwegs bin, da hat man große Zweckverbände. Was denkst du, was ist sinnvoller? Jetzt komme ich zwar aus Bayern, aber ich bin ja als Redakteur in allen Bundesländern, also jetzt nächste Woche 3 Tage in Dresden zum Beispiel. Also ich kenne die Situation fast in allen, nicht fast in allen Bundesländern. Ja. Also eindeutig ist bei den jetzigen Anforderungen eine kleine Gemeinde überfordert, die Abwassertechnik zu managen ohne Hilfe von einem größeren Verband. Also, es braucht mehr Fachleute, es braucht Ausrüstung. Die Ausrüstung kann sich nicht jede kleine Gemeinde leisten. Ausrüstung meine ich jetzt Sicherheitsmaßnahmen, ja, bis hin zu den größeren Geräten, ja, Spülgeräte und so weiter.
Das geht finanziell nicht, wie auch, weil nach dem Bürgermeister gibt es keinen Zweckverband, keinen Geschäftsführer, keinen technischen Leiter. Es geht gleich runter zum Klärwetter. Ja. Das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Von der Verantwortung her sage ich zeitgemäß. Ja. Also Antwort heißt, kleine Einrichtungen, Selbstverwaltung geht im Abwasserbereich für mich nicht mehr. Ja. Also ja, top. Sascha, ich hätte noch vier weitere Fragen. Ich mache mal weiter. Ja, die ganz cool. Also jetzt, Manfred, wir kommen jetzt zum Schluss. Wir haben jetzt schon eine Stunde rüber. Wir haben immer ganz zum Schluss noch ein paar Fragen. Das war jetzt eine davon. Ich mache mal gleich die nächste. DWA und ATV gehören zukünftig zusammen. Antwort, die Frage ist falsch. Schade, ich dachte, ich kriege dich jetzt. Die ATV gibt es nicht mehr. Okay. Die ATV ist aufgegangen in der DWA, in der Verbindung, dass hier zwei Verbände ATV und DVWK fusioniert haben. In dem, also DVWK ist mehr der Gewässerbereich und jetzt verschmolzen sind zur DWA. Ja? Ist das, ich glaube, ich habe es klar rübergebracht. Ja? So, also die ATV ist verschmolzen in einem größeren Vereinigung mit mehr Aufgaben, weil die Aufgaben vom Gewässer Teil durch den DVWK mit dazugekommen sind. Ja? Okay. Das also, war ungefähr 2002. Okay. Welches Buch empfiehlt der Schriftsteller Manfred Fischer im privaten und im Abwasserbereich zum Lesen? Also wenn es ein Privatmann ist, der mehr oder weniger Anfänger ist, da kann ich wirklich am besten empfehlen, wo ist es? Jetzt habe ich es nicht einmal da. Das seht ihr ja, nicht, Manfred steht gerade auf und guckt in sein Bücherregal nach. Ja. Da ist es. Wenn du das Klärwerker Taschenbuch. Das Klärwerker Taschenbuch. Öfter mal, genau, das hatte ich auch mal. Das Klärwerker Taschenbuch, gerade herausgekommen in der 20. Auflage. Mit den neuesten Erkenntnissen, aber einfach geschrieben, ja, verständnisvoll und nicht jetzt mit den schwersten Dingen der Chemie. Ja. Also für den Einsteiger und für den Privatmann ideal. Ja. Also jeder, der eine Kleinkläranlage hat, sollte sich dieses Buch kaufen, meine Zuhörer da draußen, um seine private Kleinkläranlage perfekt zu betreiben. Ja. Ja, richtig, ja, da passt es rein. Ja. Okay. Das Meisterbuch ist natürlich dann. Jetzt bin ich gespannt. Das Meisterbuch, Sascha. Für die Meister oder für die Bachelor oder Dinge. So. Was ist das? Bisschen höher, geil. Umwelttechnische Berufe, Handbuch für Umwelttechnik, Fachkraft für Abwassertechnik. Okay. So. Dieses Buch wird in dem Jahr neu herauskommen, weil der Beruf sich ja jetzt geändert hat. Es heißt ja jetzt Umwelt, nicht Kommissar, fällt mir jetzt nicht ein. Also jedenfalls, der Beruf Fernentsorger ist ab Januar in eine andere Sprache überführt worden. Die Schulung wird ein bisschen anders sein, sodass das Handbuch jetzt gerade neu bearbeitet wird. Ja. Aber okay. das ist etwas. Fachkraft für Abwassertechnik, aber die steht nur da. Aber das heißt Fachkraft für Abwassertechnik, ja. Aber jetzt heißt es Umwelttechnologe. Jetzt habe ich es. Umwelttechnologe ist der neue Fachbegriff. Ja. Das klingt ja immer hochtrabender, wenn man das so sagen darf. Das ist ja super. Ja, das Hochtrabende hat nicht zuletzt den Hintergrund, dass keine Eltern ihr Kind zum Abwassermann, Abwassersfrau werden lassen will,
Aber zum Aber alle wollen Umwelttechnologen, da klingt das Umwelttechnologen Ganze werden. als Cool. ganz anders. Ja. Ja. Das stimmt Das sogar erkläre ich wirklich, gleich ne? an Das meiner ist Tochter nachher, jetzt ob sie gut. Umwelttechnologin werden Ja. will. Ey, Ich das bin ist der wirklich richtig gut. Papa-Abwassertechniker. Das ist wirklich richtig gut. Umwelttechnologe ist richtig gut. Ja. Ich bin auch der Meinung, Manfred, noch mal eine kurze andere Zwischenfrage, auch wenn die jetzt hier bei mir nicht auf dem Plan steht. Entschuldigung, Sascha, ich muss dich auch noch fragen. Denkst du eigentlich, ne, wir hatten ja schon auch Podcast mit Schweizern, ne? Und was mich da so ein bisschen fasziniert hat, ist die Frage, denkst du, wir sollten uns nicht mehr Abwasserzweckverband und ne, die ganzen anderen umgangssprachlichen Begriffe einfach verwenden, sondern Gewässerschutzverband? Richtig, Fand ich richtig, auch. Okay. ja, Okay. 100% einverstanden, ja, Okay, genau, geil. ja, Jetzt genau interessiert das, mich noch. ja. Okay, das finde ich gut. Das finde ich gut, dass du auch da Ja, dabei bist. Jetzt wunderbar, mal noch eine Frage. Jetzt interessiert ja die Leute noch ein bisschen, was macht Manfred Fischer außer Wasser, Abwasser und den ganzen Rest der Umwelttechnologen. Was für eine Sportart guckst du im Privaten? was ich vor Sport angucke. Hm? Ja, also mein Lieblingssport war Badminton, Mhm. den ich aufgeben musste mit 50 wegen Bandscheiben. Ah, okay. Vorfall. Und mein Sohn hat es nicht weiter nachvollzogen, aber mein ältester Enkel, der hat das jetzt umgesetzt. Er ist deutscher Meister im Badminton Krass, geworden. wirklich? Nein. 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 Alter, jetzt die richtige Frage, Sascha, hast gehört, ne? Das ist krass. Das ist doch krass. Ja. Aber es ist Cool. natürlich nicht die, es ist natürlich keine Zukunfts. Perspektive, dort sein Leben singen, aber jedenfalls als Sport super, wie er das durchgezogen hat. Hat einen Trainerschein, ist im Olympiazentrum, macht da sehr viel, aber wie es weitergeht mit ihm, aber die Frage ist ja an mich, welche Sportart oder was ich noch mache. Richtig. Ich bin ja jetzt nicht mehr in dem Alter, wo ich, also ich jogge auch nicht mehr, ja. Ich bin aber zweimal, ich habe drei Bausteine für mein gesundes Leben. Der erste Baustein ist gesund bleiben und das heißt zweimal am Tag mit dem Hund in den Wald gehen und dort möglichst schnell laufen. Ja, ich sage gar nicht joggen. Zweimal am Tag frühe Stunde und ich war jetzt schon draußen Nachmittagsstunde. Das ist ganz wichtig. Dann die geistige Herausforderung, unbedingt im Alter sich was zulegen. Bei mir ist es natürlich ideal, ich konnte das vom Beruf her weiter zulegen, was ein geistig wirklich fordert. Ja. Und das Dritte ist eine harmonische Familie. Diese drei Komponenten ist für mich, ich werde in den nächsten Tagen 84, so dass ich sage, ich bin fit und habe auch nicht vor aufzuhören. Ich mache nur eins nicht. Kriege jetzt Angebote von Firmen als Werbeträger, als Werbeikone das zu hören. Das wird nicht meine Welt werden. Ja. Ich bin gern bereit, mit euch eine Unterhaltung zu führen, aber ich bin nicht bereit, dass ich jetzt für Füllungsmittel und so weiter mich da hergebe. Das wird es nicht sein. Ja. Aber was auf mich zukommt, bestimmt werde ich nicht ruhig da sitzen und mich nur sagen, ich bin jetzt Opa, habe sechs Enkelkinder, große Herausforderung, das wäre mir zu wenig. Alle wollen so Umwelttechnologen werden. Alle wollen es Umwelt, ja. Ja, Das passt naja. super zu meiner letzten Frage, Manfred, ne? Stell dir vor, es wird ein Plakat vor der IFAD stehen. Was würdest du auf dieses Plakat schreiben, was jeder Besucher der IFAD sieht? Ja, schon allein der Wort Besucher ist, der ist ja so vielfältig. Wer ist denn der Besucher? Ist das jetzt die Kinderfamilie? Das wollen wir, das ist doch sicher nicht. Ist das der Nehmen wir die Betriebsleute dieser Besitzer? Welt. Was macht die neugierig auf die IFAD? Komm rein, rette die Welt. Ah, das. Leiste deinen Beitrag. Er rettet die Welt, das ist für einen Betriebsmann, er rettet ja täglich die Welt. Ach so, das ist schon selbstverständlich. Ja.
Also was mein Anliegen grundsätzlich ja ist und auch zukünftig sein wird, ist die bessere Anerkennung des Betriebspersonals. Die bessere Anerkennung, ich höre dann viele Diskussionen, sie brauchen bessere Bezahlung. Das sind Tarifdinge, die kann ich nicht beeinflussen. Was ich aber beeinflussen könnte, ist bessere Anerkennung durch die Feststellung, was alles passieren kann. Ja? Richtig, Und richtig, genau. ja, was passieren kann und noch mehr, wenn es ums Geld des Betriebs geht. Und da ist mein leider bisher gescheitert, ich bleibe ja weiter dran, ist die sogenannte Messlösung. Ich könnte wahrscheinlich nichts damit anfangen. Die Messlösung heißt die Anerkennung der Messungen, die auf der Kläranlage gemacht werden, die sogenannten Betriebsmessungen, mit in die technische Überwachung des Wasserrechts. Das ist immer ein Thema, das die staatlichen Institutionen ablehnen, weil sie sagen, sie möchten Messungen machen. Sie können es aber nicht mehr leisten. Sie gehen immer mehr zurück, machen Stichproben und es wird immer fragwürdiger, dass man mit einmal Messen im Jahr daraus ein Wasserrecht ableitet. Wo, ja, so, wenn das Wo wir wieder bei Karl sind, dass das natürlich auch Bestimmungen beinhaltet. Ja, aber KA, jetzt bin ich wieder beim Fließband, vergiss die KA beim Abwasser, doch hast täglich andere Situationen. Die kannst du nicht in die KA reinbringen. Ich meine, Aber diese KAL, die kommunale Abwasserrichtlinie, die natürlich auch ein ach bisschen so, ich habe mit beinhaltet, KI was da. verwechselt. Genau, kein Problem, genau. Nee, die Geschichte ist ganz eindeutig, dass die EU die 24-Stunden-Messung haben will und Bayern oder die Bundesrepublik immer noch auf der Stichprobe taktiert, weil man da schnell kommen kann, an Messungen macht und daraus ableitet, wie die Anlage funktioniert. Was natürlich absurd ist. Ja? Ich brauche 24-Stunden-Messung, die ganzen Fieberkurven eines Tages abzubilden. Ja? So, jetzt kommen Ja, wir wirklich langsam ja. zum Schluss, Manfred. Jetzt Ja, ist ja, haben wir alle Fragen gestellt und natürlich habe ich festgestellt, man muss dich auch nicht fragen, ob du dich irgendwann zur Ruhe setzt. Das ist ja natürlich ja. auch klar. Aber warst du schon jemals nicht auf Naivheit? Nee, also das, Gut. also ich habe sogar fast alle IFAs jeden Tag besucht. Ja, okay. Also Ja, haben wir. das, Okay. einschließlich meines Ausstiegs vom Beruf, den habe ich am Freitag 2005 auf der IFAD gefeiert. Ah ja, war selbstverständlich. Wo soll man den denn sonst feiern? Perfekt, perfekter Ausstieg. Ja, das ist doch, das lassen wir mal so stehen. Das war der perfekte Abschluss. Also wir danken dir wieder sehr, dass du uns auf diese Reise in die Vergangenheit der IFAD mitgenommen hast. Natürlich wollen wir dich jetzt nicht beschneiden. Möchtest du noch irgendwelche Worte an unsere Zuhörer richten? Ja, sensibel mit dem Wasser umzugehen, ja, und immer wieder dran denken, wie gut es in Deutschland um die Trinkwasserversorgung und die Abwasserbeseitigung steht. Aber wir müssen aufmerksam bleiben, denn diese Selbstverständlichkeit ist nicht so ohne Weiteres auch in Zukunft zu halten. Wir müssen dranbleiben. Ja. So. Manfred, auch von meiner Stelle ganz, ganz vielen Dank. Sascha, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ich habe wirklich unsere allerletzten Worte. Pantare, das Wasser fließt immer bergab. Danke. Danke. Bis Also, dahin. Ciao, alles Leute. Gute euch, ja.